Und herzlichen Glückwunsch zu Platin, Bitches. Glückwunsch, Bitch. Shindy ist drauf, safe. Bitches brauchen Rap. Braucht ihr euch auch nicht mehr aufregen, ne? Die macht halt so eigentlich den Shindy auf, als Frau so, ne? Dass du mich in Mexiko zu Hause besuchen kommst. Fort und ich komme zu dir nach Hause, denn auch... Fuck, I need the box, man. Ich bin jetzt ready. Ich gehe mich jetzt nämlich impfen lassen. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas. Ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah, zu zweit aus dem Club und ich... Wir reagieren mal wieder auf die Shirin, weil die Shirin gibt uns positive Vibes. Ja, was heißt uns? Mir? Ich glaube, ich habe einige Hater, Shirin-Hater in meiner Community. Das juckt mich aber nicht. Let's go. Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Shirin David und ich habe heute ein unfassbar nices Ankündigungsvideo für euch. Zuallererst, ich komme direkt zur Sache, wollte ich mich bedanken bei euch von ganzem Herzen für unfassbaren Support. Für ich darf das 2 Wochen auf der 1, dritte Woche, ihr streamt den immer noch unfassbar. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Das ist krass, Digga. Ich feiere den Song nicht so, muss ich ehrlich sagen. Aber Respekt, Glückwunsch. Ja. Eine weitere frohe Botschaft, die ich habe heute, ist, dass Gipim endlich Platin gegangen ist. Das ist meine allererste Platinplatte. Erfolgreichster Female Solo Rap Song aller Zeiten. Anton sagt gerade wieder, ich soll sie ein bisschen schmecken. Und es ist unfassbar schön. Vielen, vielen Dank auch dafür. Ich freue mich wie ein Kugelkeks. Das hier. Einfach Platin-Vibes, Bro. Das ist nicht nur meine erste Platinplatte, das ist auch eure erste Platinplatte und nur ihr seid dafür verantwortlich. Deswegen von ganzem Herzen fühlt euch mies gedrückt und herzlichen Glückwunsch zu Platin-Bitches. Die frohen Glückwunsch, Bitch. Die reißen heute einfach nicht ab. Denn du hast mir den Ball so zugeschmissen, Digga. Ich nenne dich nicht gern Bitch, Bro. Schwester. Aber wenn du selber so genannt werden möchtest, okay. Ich kann euch endlich just in diesem Moment verkünden. Und ich traue mich das gerade gar nicht zu sagen. Ich weiß gar nicht, kann ich das jetzt wirklich sagen? Ist es soweit? Es ist soweit. Es ist jetzt genau soweit. Es ist soweit. Mein zweites Album. Warte, nein. Wir können es nicht einfach so dry sagen. Warte, wir brauchen ein bisschen. Mein zweites Album namens Bitches Brauchen Rap kommt am 3.9. und ihr könnt es ab sofort vorbestellen. Ich glaube, meine Backen fallen gleich ab vor Freude. Für dieses Album habe ich mir... Bitches Brauchen Rap ist der Name vom Album. Was Besonderes... Hör auf, ja. Denn wir haben ja alle aus der Vergangenheit gelernt. Es gibt diesmal 2 Boxen. Es gibt eine Deluxe-Box für 49,95 € und ein... Aber ey, was soll ich sagen, Digga? Ich meine, guck mal, dann braucht ihr euch auch nicht mehr aufregen, ne? So, wenn ich dann die Frauen so nenne in meinen Songs auch. Dann macht ihr nicht einen auf Ding so dann. Die wollen doch so genannt werden, Bro. Premium-Box für 99,95 € und beide Boxen könnt ihr ab sofort vorbestellen. Was der Inhalt dieser Boxen sein 99. wird, ist auf jeden Fall keine Plastiktüte, kommt aber alles in den kommenden Wochen auf euch zu. Ich werde beide Boxen gemeinsam mit euch auspacken. Ihr könnt euch beides anschauen. Ich freue mich übertrieben, dass das endlich raus ist. Ihr habt den Albumnamen, ihr habt das Album-Release-Date, ihr wisst, es gibt 2 Boxen und ich habe auch noch mir natürlich etwas Kleines überlegt. Und zwar wird es in jeder Box, egal ob Deluxe oder die Premium-Box, ein Poster geben. Das haben grundsätzlich schon mal alle, die sich diese Box bestellen, egal welche der beiden. Aber in einer dieser Boxen wird es ein unterschriebenes Poster geben. Und der oder diejenige, der dieses unterschriebene Poster in seiner Box hat, hat das Glück, mich persönlich zu treffen, denn ich komme zu dir nach Hause. Und nicht nur ich komme zu dir nach Hause, denn auch dieser wunderschöne Award. Fuck, I need the box, man. Komm zu dir nach Hause, weil ich bringe einem von euch als kleines Dankeschön ein Nummer 1 Award von Ich darf das vorbei. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wow, ist zu teuer, Bro. Ja, ich kann mir das nicht leisten, Bro. Shirin, kannst du mir eine schenken? Dieses Poster erwartet. Eine Sache, die mich sehr, sehr interessieren würde, ist, welche Feature-Gäste würdet ihr euch wünschen auf Bitches Brauchen Rap, beziehungsweise was glaubt ihr, welche Feature-Gäste bereits auf dem Album vertreten sind? Schreibt es in die Kommentare. Nach diesen ganzen frohen Botschaften muss es natürlich auch eine etwas tragischere Info geben. Shindy ist drauf, safe. Das ist dieser Köpfchen hier vor euch, der so schön liegt. Deswegen, das ist alles, was ich euch outfit-technisch bieten kann, wie ich mich heute ready machen kann, weil... Ich bin einfach lost. Also wirklich, seit 2 Wochen, ich fühle mich wirklich sehr unselbstständig. Es ist leider bei Dreharbeiten passiert. Ich kann euch...
Willkommen im Team. Lost, lock it in, man. Noch nicht sagen, wo es passiert ist. Ich kann euch noch nicht sagen, wie es passiert ist. Diesmal gab es nämlich leider etwas stärkere NDAs als meine. Ich bekomme die ganze Zeit Physio, mir geht's voll gut. Ich habe wahnsinniges Glück gehabt bei diesem Bruch. Ich habe einen sauberen Bruch. Tatsächlich gibt es stärkere NDAs. Ein richtig schön gefilmtes Video von Anton, wie denn der Bruch zustande kam. Auch richtig schön in Slow-Mo ausgearbeitet. Das heißt, freut euch auf dieses Video. Ich werde euch alles dazu erzählen, sobald ich darüber sprechen kann und sobald das, was wir gedreht haben, ausgestrahlt wird. Eine sehr, sehr wichtige Info. Ich wollte diese Info euch in einem letzten Video reinpacken, was dann nicht mehr online gekommen ist. Ich habe in meinem Dirty-Video, als ich im Labor war, versehentlich das Handzeichen für häusliche Gewalt gemacht. Und dieses Video, dieser Ausschnitt ist auf TikTok und sonst wo überall viral gegangen. Und ich möchte an der Stelle sagen, mir geht es gut, ich bin wohlauf und möchte mich auch in dem Zug natürlich bedanken für eure unfassbar vielen Nachrichten, meine Lieben. Boah, das ist aber krass, Digga, ja? Wie? Ach, krass, Digga. Dirty Video, als ich im Labor war, versehentlich das Handzeichen für häusliche Gewalt gemacht. Und dieses Video, dieser Ausschnitt ist auf TikTok und sonst wo überall viral gegangen. Und ich... Traditionelle nonverbale Hilfszeichen bei häuslicher Gewalt. Digga, krass, Bruder, das wusste ich gar nicht, Bro. Wichtige Info. Ich möchte an der Stelle sagen, mir geht es gut, ich bin wohlauf und möchte mich auch in dem Zug natürlich bedanken für eure unfassbar vielen Nachrichten. Meine DMs waren wirklich voll gespammt. Anton hat Nachrichten bekommen, Patti hat Nachrichten bekommen, alle um mich rum wurden von euch angeschrieben und kontaktiert, ob ich Hilfe brauche. Und vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Es war einfach ein Versehen. Ihr wisst, wenn ich viel gestikuliere, viel hin und her wackeln mit den Händen und vor allem mit den langen Nägeln, passierte schnell, dass ich irgendwelche Bewegungen mache. Deswegen, ich wollte dazu auch kein ganzes Video machen, weil ich nicht zu viel Aufmerksamkeit darauf lenken wollte, um das Thema unnötig groß zu machen. Aber es ist nämlich ein Handzeichen, worauf wir auch immer achten sollten und ein Hilferuf, der definitiv immer ernst genommen werden sollte. Krass, Mann. Warum weiß ich sowas nicht, Bro? Das fuckt mich ab. An der Stelle nochmal, es tut mir wahnsinnig leid. Danke für die ganz, ganz vielen lieben Nachrichten. Und ich werde in Zukunft einfach noch viel mehr aufpassen, wie ich gestikuliere und wie ich rumhantiere. Falls jemand von euch unter häuslicher... Ja, aber ich glaube ihr, und ich hoffe, das ist auch falls, Fakt ist so, aber ich glaube ihr. Bald leidet. Ich blende euch unten eine Telefonhotline an und bitte, bitte traut euch, darüber zu sprechen und euch Hilfe zu suchen. Und die allerletzte Ankündigung für heute und wieder, wir beenden das Video natürlich mit guter Laune und Spaß. Meine zweite Single, Lieben wir, kommt am 25.06. Oh mein Gott, ich freue mich so krass drauf und ihr wisst nicht, das ist der Beat im Hintergrund. Mein Herz blutet, dass ich nicht tanzen kann. Weil dieser Song, wow, wenn die Clubs wieder... Ja, das ist auch wieder so Fabulous Pro von damals, diese Zeit, die macht halt so eigentlich den Shindy auf, als Frau so, ne? Seit dem zweiten Album, oder nee, nicht das zweite Album, seitdem die ersten Singles fürs eigentliche zweite Album rausgekommen sind, geht's immer wieder in diese 90er-Millennium-Richtung so. Hoffentlich haben die Clubs auch, weil ich schwör's, die werden ausrasten. Ich freue mich so krass auf diese Single. So Chingy-Zeiten, Mann, Chingy, Nelly, bla, ihr wisst doch, Fabulous, so diese Zeit. Ich habe mich die ganze Zeit so darauf gefreut. Ich bin gerade mitten in der Planung für dieses unfassbare Musikvideo, denn diesmal machen wir es richtig von Anfang an. Ich habe sehr, sehr viele nice Sachen mit euch vor. Lieben wir ist mein Baby. Lieben wir. Lieben wir. Lieben wir es? Wir lieben es. Jedenfalls kommt diese Woche Sonntag erstmal kein Video. Ich stecke mittendrin in den Vorbereitungen. Und natürlich überlege ich mir die ganze Zeit, wie soll ich in diesem Musikvideo performen mit meinem gebrochenen Knöchel. Also ich kann entweder nur liegen, sitzen oder liegen oder schön aussehen. Deswegen, ich habe ein bisschen was zu tun. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Dafür kommt die Woche darauf am Sonntag wieder wie gewohnt um 12 Uhr ein neues YouTube-Video. Nur... Diese Woche Sonntag kommt erstmal kein Video. Aber was mir aufgefallen ist, dass 80%, die sich meine Videos anschauen, meinen Kanal nicht abonniert haben. Hier seht ihr. Sie hat sogar denselben Text da jetzt wie Shindy, Bruder, gehabt, Alter. Lazy Vibes, Bro. Die Statistik. Wie kann das sein? Ihr schaut euch alle meine YouTube-Videos an, drückt aber nicht auf Abonnieren. Schämt ihr euch nicht? Anton, ja. Hast du meinen Kanal abonniert? Okay. Natürlich. Okay, Shirin, ja. Genauso wie ihr wahrscheinlich gerade hinter dem Bildschirm. Also sehr, sehr wichtig. Abonniert diesen Kanal. Bitte. Nur für dich, aber dafür will ich eine Box haben. Mit der Gewinnchance, dass du mich in Mexiko zu Hause besuchen kommst. Supportet meinen Kanal. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Supportet meinen Kanal. Wirklich, Leute, abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Aktiviert die Glocke. Ich bin jetzt ready. Ich gehe mich jetzt nämlich impfen lassen.